Figuren haben wir nicht dafür bekommen. Und dann hatte ich, glaube ich, ganz korrekterweise Captain Proton ein bisschen größer in Erinnerung. Wobei, ich werde mir jetzt sehen, ob ich es korrekterweise in Erinnerung so habe. Oder. Retten Sie Constanze Goodhart vor dem bösen Dr. Chaotica. Dr. Chaotica ist der Erzfeind von Captain Proton. Und wie gesagt, das ist ja, ich hatte es ja schon mal angesprochen, das ist ja hier diese schwarz-weiße Welt, die quasi einen Zukunftsroman darstellt, der in Holodeck-Form umgesetzt wurde. Warum, also, ist natürlich so ein bisschen Verarsche, weil so die alten Serien ja auch mal in schwarz-weiß waren. Wobei man natürlich sagen muss, zu Zeiten, als das als Holodeck-Programm umgesetzt wird, hätte man es natürlich mehr als in Farbe umsetzen können. Also ganz logisch, es gab ja nie einen Grund, Holodeck-Programm in Schwarz-Weiß zu schreiben, aber es ist, glaube ich, so ein bisschen die das Tribut an alte Schwarz-Weiß-Serien, die Science-Fiction waren. Auch wenn ich da jetzt keine kenne spontan, weil Schwarz-Weiß war ein bisschen vor meiner Zeit. Nichtsdestotrotz soll das sicherlich darauf anspielen. Lege ich mich jetzt einfach mal fest. Weil einen anderen Grund kenne ich dafür nicht. So, ich weiß noch, dass man diese Kontrollkonsole benutzen musste, um die Energie an und dann wieder abzuschalten. Ich weiß nur nicht mehr genau warum. Das wird schon seine Richtigkeit haben. Ah ja, weil hier die Tür zu ist und wir hier oben lang müssen. Und wenn hier noch Strom drauf wäre, hätte uns das geprozessiert. Können wir hier speichern? Nö. Das heißt, wenn wir hier getötet werden, müssten wir von vorne anfangen und oder. Es kann doch jetzt nicht richtig sein, dass wir hier einfach runterspringen, oder? Das sieht so aua aus. Ich bin nicht überzeugt. Aber ich glaube, wir haben keine andere Option. Au. Das so sein muss. Hätte man da vielleicht runterkraxeln können, ich weiß es nicht. Wir haben leider auch keinen Zoom. Das heißt, wir müssten ganz altmodisch mit dieser Protonenwaffe jetzt. Und meinen überragenden First-Person-Ego-Shooter-Skills, was irgendwie doppelt gemoddet ist, weil Ego-Shooter implizieren First-Person, müssen wir jetzt hier ohne neumodische Zoom-Technologie der Föderation die Feinde. Es wird nicht mal mehr rot, wenn ich sie anvisiere, dann schieße ich auch mal nicht. Müssen wir jetzt hier die Feinde terminieren. Und ihr merkt vielleicht schon, warum ich gesagt habe, dass dieses Level eventuell ein bisschen umfangreicher ist. Denn wir sind ja jetzt gerade noch außerhalb, quasi hier in diesen Vorposten von Chaotica, so heißt er genau. Wir werden dann auch noch den Tempel betreten. Sobald wir diese Vorposten ausgeschaltet haben. Deswegen, wobei, also die Klingonen-Simulation war jetzt auch ein bisschen umfangreich. Ich habe jetzt ehrlich gesagt nicht auf die Uhr geguckt, wie lange die genau ging. Aber ich bin mir sicher, also sagen wir es, ich lege mich jetzt einfach mal fest, Captain Chaotica geht mindestens genauso lang. Jetzt würde ich schon nochmal gerne gucken, was in diesen, also natürlich geht es, strecke ich es natürlich auch einfach ganz künstlich ein bisschen, damit ich recht behalte. Nein, aber ich will schon nochmal wissen, was in dieser auf der anderen Seite ist. Habe ich schon mal erwähnt, dass ich es hasse, wenn es zwei nicht offensichtliche Wege gibt. Dann immer das Gefühl habe, egal was ich tue, ich verpasse etwas. Wahrscheinlich ja auch. Aber wir sind da wirklich jeden Raum abgegangen, dachte ich. Auf der Voyager. Mich irritiert das wirklich, dass uns da. Okay, da hoch kommen wir einfach gar nicht. Und jetzt sind wir. Jetzt sind wir hier. Kommen jetzt aber wahrscheinlich hier noch nicht rein, weil wir erst auf der anderen Seite was machen müssen. Na gut. Aber jetzt haben wir Gewissheit, ja? Also das möchte ich einmal zu Protokoll geben. Die Gewissheit ist jetzt ganz unser. Dass wir hier den Weg komplett umsonst gelaufen sind, natürlich. Aber dann genießen wir doch diese wunderschöne schwarz-weiße Welt noch ein bisschen, die echt dreckig aussieht. Ich habe irgendwie das Gefühl, ich müsste gleich mal niesen. Also falls ich gleich mal ganz kurz nichts sage und es schaffe, mich rechtzeitig zu muten, wisst ihr, ich habe genießt. Ansonsten genossen. Genossen, ne? Ansonsten wisst ihr, ich konnte es erfolgreich unterdrücken. Und wenn ihr es niesen hört, dann wisst ihr, ich konnte es nicht unterdrücken und habe es nicht geschafft, mich zu muten. Ah.
Ja, ich habe das Gefühl, aufgeben ist keine Alternative zum Sterben. Ach, jetzt sind wir hier. Schaut doch mal. Dann hätten wir uns den ganzen Rest wahrscheinlich wirklich sparen können. Oder da drüben ist das Elektrizitätswerk, weil offensichtlich führen ja hier auch so Stromleitungen lang. Das heißt, es kann auch sein, dass wir jetzt hier Waffenenergie nehme ich schon mal. Lebensenergie wäre auch noch was ganz Nettes. Scheint uns aber momentan verwehrt zu bleiben. Gut, das akzeptiere ich. Schweren Herzens, aber ich akzeptiere es. So, jetzt hier den Aufzug runter. Ah! So viel zu meinen Ego-Shooter-Skills. Jetzt haben wir wieder irgendwas Intrige, wahrscheinlich diese Tür hier. Ach, und jetzt sind wir hier auf der anderen Seite. Jetzt sind wir quasi hier den kompletten Weg einmal gelaufen, um jetzt hier auf der anderen Seite wieder rauszukommen. Hä? Und nun? Wieder rüber oder was? Vielleicht habe ich dieses Programm auch so langwierig in Erinnerung, weil man einfach unfassbar viel laufen musste. Kann das sein? Wobei, das sieht doch anders aus jetzt schon wieder, oder? Hier ist dieser Wachturm. Ah, okay, und ich glaube, diese Tür war vorher zu. Sonst hätte er hier nicht gestanden. Das heißt, wir haben jetzt quasi freigeschaltet, dass wir hier weiterkommen. Dann hüpfen wir auch mal schnell hier lang. Da sehen wir eine Statue von dem großen, bösen Dr. Chaotica. Wenn die wir leider nicht ranzoomen können. Ich habe mich an diesen Zoom schon so gewöhnt, dass ich immer die mittlere Maustaste hämmere, die diesen nämlich verursacht. Ah, Lebensenergie. Das ist auch sehr freundlich. Ah, okay. Das hat noch gezählt fürs Wiederaufladen. Ja, später. Tom Paris hat das übrigens meistens mit Harry Kim gespielt. Die sind ja quasi beste Freunde in der Serie. Also quasi sind sie, kann man glaube ich so sagen. Und da hat Harry quasi immer seinen treuen Begleiter gespielt von Captain Proton. Lightning oder so? Ich weiß den Namen ehrlich gesagt nicht mehr hundertprozentig. Und Constanze Goodhart ist quasi unsere Assistentin, die es meistens zu retten gilt. Genau, jetzt beginnt der Part im Tempel, wo du jetzt nochmal abbrechen könntest, wenn es dir zu stressig ist. Aber natürlich wollen wir jetzt diesen Tempel auch noch gemeinsam clearen. Genau, und die Assistentin ist meistens eine Computerfigur, also die wird quasi von einem Computerprogramm simuliert. Es gibt, glaube ich, auch Folgen, wo sie dann gespielt wird von irgendjemandem. Bei Harry und also gerade Tom flirtet auch sehr gerne, Harry eigentlich weniger, der ist ja sehr steif und hat auch eine Freundin zu Hause. Hier gibt es nochmal Waffenenergie, das ist höchst freundlich. Hier, die Glocke können wir zerstören, ich weiß nicht genau. Ich glaube, die ganze Wand in Richtung können wir hier zerstören, ne? Uiuiuiuiui. Aber das ist ja jetzt unfair, dass die nicht zurückschießen, wenn ich mich so rüberlehne. Aber ich weiß, diesen Satz habe ich schon mal gebracht, aber wer behauptet, dass wir fair spielen? Wo waren das? Irgendwo auf der Scavenger-Basis, glaube ich, ne? Also ist es schon wieder ein paar Tage her, als ich das gehört habe, dann kann ich den auch ruhig wieder sagen. Was soll das denn heißen? Kein Grund für persönliche Beleidigung. Au. Ich glaube, wir müssen da hoch. Wir gehen mit schießenden Waffen unter. Was ich halt super gern auch mal spielen würde, ist mit euch Bridge Crew. Also Star Trek Bridge Crew. Das ist ja der VR-Ableger von Star Trek. Aber ich habe so ein bisschen die Befürchtung, der macht A natürlich nur Sinn im VR und ich habe keine VR-Brille. Überraschung, Überraschung. Und B. Also man kann es ja mittlerweile auch ohne VR spielen. Deswegen habe ich mir das Spiel auch gekauft. Es ist ein Star Trek-Spiel. Und wer wäre ich ein Star Trek-Spiel, selbst wenn es eine VR-Umsetzung ist, nicht zu kaufen?
Aber ehrlich gesagt, das Spiel ist natürlich auch wirklich eher so auf diese Erfahrung, diese Kontrollen zu bedienen in VR ausgelegt. Ich glaube, also ich habe es in 2D schon mit Chris zusammen gespielt, der ja wiederum eine VR-Brille hat. Aber ich habe irgendwie das Gefühl, dass es einfach wenig Sinn macht, das als Let's Play zu machen. Wenn man da tatsächlich alleine, ist ja eigentlich für 4 Mann, glaube ich, ausgelegt. Allein und ohne VR spielt, das ist wahrscheinlich nur 25% des Spaßes, den man haben könnte, wenn man es richtig, also in VR und mit entsprechend vielen Personen spielt. Ich weiß noch, das eine Mal kommt das MHN, also der Doktor, einfach hierher in so eine Simulation und geht hin und zieht dem quasi diese Schaltkreise raus. Und jetzt erschießen wir Dr. Chaotica noch, der natürlich ein bisschen mehr aushält. Aber auch nur ein bisschen. Und da ist die Simulation auch schon beendet. Okay, also so umfangreich war sie doch nicht. Ich hatte sie tatsächlich ein bisschen länger in Erinnerung. Wobei es auch sehr gut sein könnte, dass ich es deshalb länger in Erinnerung hatte, weil ich am Anfang die Reihenfolge nicht so ganz wusste, mit diesen, wann ich wohin laufen muss, um welche Energien auszuschalten, und dann einfach sehr viel Weg zurückgelegt habe, Wegstrecke, bevor ich überhaupt in diesen Tempel gekommen bin. Und da habe ich mich im Zweifel auch noch ein, zwei öf Mal öfter verlaufen, weil alles ist ja unübersichtlich. So, ich gehe jetzt nochmal ganz kurz sicher, dass Camelot, also der Name ist ja gleich, ich will nur nochmal ganz kurz überprüfen, das ist auch das Programm, ja, das ist das Programm, was wir in den Holodecks hatten, als wir die Waffen testen durften. In der Hauptmission. Deswegen beenden wir mit dieser Kontrollkonsole natürlich selbstverständlich das Programm wieder. Wir müssen ja hier keine Sachen doppelt spielen. Ich teste noch einmal verzweifelt, ob die Brücke lädt. Tut sie nicht. Dann haben wir wieder denselben Bug wie bei dem Garten. Hallo, Kontrollkonsole? Hallo, Kontrollkonsole? Hallo? Ich glaube, wir müssen uns mal kurz sterben lassen. Die Kontrollkonsole reagiert nicht mehr. Ja, ich hätte ja irgendwie ahnen können, dass sowas passiert. Aber ich war verzweifelt. Na komm, jetzt bringt uns mal um. Wir können uns nicht umbringen, ne, weil es eine Holodeck-Simulation ist. Das ist jetzt ungünstig. Ich befürchte nämlich auch... Was ist zu befürchten? Wir haben ja alles gesehen im Prinzip. Deswegen laden wir jetzt einfach nochmal. Ah, okay. Moment, Deck 4. Das könnte sein, dass es quasi gespeichert hat, als wir das Holodeck betreten haben. Wunderbar. Tut mir sehr leid. Es gibt vielleicht noch mehr Collectibles, die wir nicht gefunden haben. Was es auf jeden Fall noch gibt, sind zwei Figuren, die wir nicht gefunden haben. Aber auch wenn ich jetzt schon damit anfange, ich werde jetzt, glaube ich, darauf verzichten, alle Decks nochmal. Dieses Poster hatten wir schon gesammelt. Also das hat sich auch so gesetzt. Nee, aber ich wüsste auch ehrlich gesagt einfach nicht, wo wir noch suchen könnten. Ich war der Meinung, wir wären in jedem Raum gewesen, den man betreten kann. Das ist ja jetzt offensichtlichst nicht der Fall. Nichtsdestotrotz würde ich sagen, haben wir den Großteil diesen Expansion Packs gesehen. Ich war auch immer der Meinung, hier hinten wäre noch eine. Gibt es hier eigentlich auch hier können wir uns ja auch was replizieren lassen? Nein. Was wir jetzt natürlich zum krönten Abschluss nochmal machen, ist uns auf die Brücke zu beamen. So, da muss ich doch nochmal ganz kurz etwas einschieben. Und zwar hat es mich doch nicht ganz losgelassen mit diesen Figuren und ich habe zumindest eine weitere gefunden. Ich kann sie euch leider nicht mehr genau zeigen, weil ich bin mehr oder weniger direkt schon drüber gestolpert, als ich sie gefunden habe. Und zwar hier in der Ecke vom Computerkern war eine versteckt. Das ist jetzt Nummer 8 von 9. Und solltet ihr die andere auch noch entdecken, sage ich euch Bescheid. Denn, also, was vielleicht noch ganz kurz als Hintergrund, irgendwo, was mir beim Suchen zumindest Gedanken gemacht hat. Ich hatte dann so ein bisschen Eindruck gewonnen, eventuell, ich glaube, es sind im Ursprung 9 begehbare Decks. Das heißt, ich vermute, es ist einfach auf jedem Deck quasi eine Figur. Ich war mir nur leider nicht mehr hundertprozentig sicher, auf welchen Decks wir die schon alle gefunden hatten. Aber im Computerkampf war ich mir ziemlich sicher, hatten wir keinen. Und falls ich die andere noch finde, dann zeige ich euch die natürlich auch noch. Und falls nicht, dann wird diese wohl für immer verschollen bleiben. So.
Und da es mir wirklich keine Ruhe gelassen hat, haben wir hier tatsächlich Figur 9 von 9. Und mit 9 von 9 verschwindet die Anzeige offensichtlich. Ah, sammeln Sie alle alle Actionfiguren vom Hazard-Team. Erfolgreich ist jetzt die Mission, die vorher quasi gar nicht da war, die wir jetzt auch noch abgeschlossen haben. Dann habt ihr jetzt die Standorte auch komplett einmal gesehen. Ja, ihr wisst ja, wie ich bin. Es hat mir einfach keine Ruhe gelassen. Insofern entlasse ich euch jetzt in den Rest der Folge. Machen wir nicht, also das machen wir zum krönenden Abschluss. Ich will nur noch mal, auch wenn es jetzt, also ne, ihr seht hier, Beweis, wir haben alles erfüllt. Ich hätte uns einfach gerne noch mal, wir können das auch beamen. Ja, es tut mir leid, ich laufe hier gerade ein bisschen sinnlos hin und her, weil ich meine Gedanken ordne. Vielleicht, wenn wir uns ins Casino beamen, vielleicht lädt das Level dann nicht neu. Weil dann hätten wir vielleicht die Chance, unsere Quartiere noch einmal zu betreten. Und uns die ganzen Sachen, die wir gesammelt haben, die Kollegen. Ja, das sieht gut aus, oder? Ah, ne, das ist nicht unser Quartier. Verdammt. Nein, sie blockieren immer noch den Weg. Ja. Okay. Also, wir werfen mal von hier aus kurz einen Blick rein. Hier stehen die Statuen. Da liegt unser Tricorder, weil er das Level neu geladen hat. Genauso wie unsere Missionen, die hier erneuert werden. Seven geht leider nicht weg, weil wir das nicht triggern können. Übrigens war auch noch ein kleiner Fun-Fact nebenbei. Als ich die verbuggte Version dieses Expansion Packs geladen habe, hat das Spiel hier gestartet, wie wir hier reingebeamt sind. Also da hat es irgendwie das initialisiert, als hätten wir uns hier reingebeamt. Ich weiß nicht warum. Da war irgendwas so quer gelaufen. So, jetzt leider hier nicht mehr die Mission erfüllt. Soll uns jetzt aber auch egal sein, wir hatten den Schwarz auf Weiß Beweis, der eigentlich gelb auf Hintergrund transparent ist, dass wir alle Missionen hier erfolgreich erledigt hatten. Was wir jetzt noch tun werden ist, ich hatte es ja angeteasert am Anfang, obwohl es natürlich ein sehr trauriges Ende ist, aber trotzdem, dann seht ihr auch mal, wie wir unter Arrest gestellt werden. Glaube ich, zumindest. Ich speichere vorsichtshalber auch nochmal, weil es kann sein, dass wir da noch was anderes beachten müssen. Wenn wir jetzt nämlich einfach mal eiskalt. Was zum Selbstzerstörungssequenz initiiert. 10, 9, 8, Sicherheitszutritt erforderlich. 5, 4, 3, wir können sie übrigens auch nicht abbrechen, selbst wenn wir wollten. Man sieht dann noch ganz kurz, Commander Chakotay hat uns mit einem Phaser bedroht, nützt da aber nichts abzudrücken, denn die Sternflotte würde ihre Familie benachrichtigen, genau. Denn wenn wir tot sind, hätte es sowieso ja keiner mehr verhindern können. Und die nächste Sache ist, wir konnten es ja offensichtlich nicht abbrechen. Also ich habe es gerade nochmal versucht, einfach mal testhalber. Was ich euch, eigentlich hatte ich ja gesagt, das ist das Ende. Machen wir es als Ende. Also ich erzähle es euch nochmal ganz kurz, denn ich bringe es nicht übers Herz jetzt auf einen meiner. Ah, aber roten Alarm können wir nochmal auslösen. Roter Alarm. Was ist los mit ihm? Captain kommt natürlich auf die Brücke. Ja, entspannt euch. Okay, den konnte Chakotay selber abschalten. Können wir ihn wieder anmachen? Schade. Dann, ich bringe es jetzt mal nicht übers Herzen, hier auf einen meiner treuen und geliebten Crewfiguren zu schießen. Sollte man in der Hinsicht Verrat begehen, dass man quasi anfängt, hier auf Leute zu schießen, was ein Sternflottenoffizier natürlich nicht mehr zu tun würde, dann wird quasi automatisch auch roter Alarm ausgelöst. Es beamen sich Sicherheitsleute auf, also egal wo man gerade ist, also man könnte es theoretisch auch auf Deck 15 machen, wo ja nur einer lebt. Es beamen sich Sicherheitsleute auf das Deck, die einen quasi dann versuchen umzubringen, genauso wie alle, die sowieso schon hier sind, würden anfangen auf uns zu schießen. Und natürlich, da das aber ja kein Spiel ist, was zu sowas verleiten soll, ist nach wenigen Sekunden, sag ich mal, also selbst wenn die es nicht schaffen, einen sofort zu überwältigen, wäre sowieso Schluss, weil diese Animation hatten wir ja schon aus Versehen kennengelernt, als ich aus Versehen zweimal im Laufe des Hauptlet's Plays Menschen über den Haufen geballert habe. Also Sternflottenoffiziere. Fängt man dann quasi an, sich zu schämen, sich mit den Händen vorm Gesicht
hinzuknien, sich verhaften zu lassen. Und tatsächlich, es wäre fast nochmal es wert, aber nein, das gehen wir nicht durch. Wenn man hier verhaftet wird, weil man irgendetwas getan hat, was man nicht hätte tun sollen, wie das Schiff zerstört, wobei dann wird man nicht mehr verhaftet, dann ist man tot. Dann gibt es quasi eine ganze Reihe von Figuren, die einen dann im Gefängnis besucht. Das ist Telsa Murphy, das ist Neelix, das ist der Captain, das ist Tuvok. Und die sagen dann quasi alle immer dasselbe. Also die sagen nicht alle dasselbe, sondern die sagen immer für sich denselben Satz. Aber sie sagen natürlich alle was Unterschiedliches. Ich habe da natürlich damals, weil ich ja dieses Expansion Pack wirklich auf Herz und Nieren getestet habe, auch selbstverständlich alles gesehen. Also dieses, wir haben jetzt, naja, nicht 2 Stunden, aber auch etwas über 1,5 Stunden an diesem Expansion Pack gespielt. Ihr könnt euch vorstellen, wenn man so ein Verrückter ist wie ich, der alles mitgenommen hat, das Lesen dieser Nachrichten hätte mit Sicherheit nochmal eine gute Stunde gedauert. Das heißt, dieses Expansion Pack liefert, wenn man will, sicherlich Content so für knapp 3 Stunden. Ja, man könnte jetzt auch noch mehr Collectibles sammeln, wobei ich da jetzt wirklich ein bisschen überfragt wäre. Ich weiß nicht, wo man die findet. Trotzdem würde ich an dieser Stelle sagen, habe ich euch hoffentlich einen ausreichend umfangreichen Einblick in das Expansion Pack von Star Trek Voyager Elite Force 1 gegeben. Für Star Trek 2, also Voyager Elite, also nicht Voyager Elite Force, sondern für Star Trek Elite Force 2, weil da spielen wir auf der Enterprise, gibt es ein solches Expansion Pack leider nicht. Das ist damals nicht rausgekommen. Wobei ich das für die Enterprise noch genauso cool gefunden hätte, wenn man da so rumlaufen hätte können. Gab es leider nicht, wie gesagt. Ich habe es schon im Haupt-Let's Play gesagt, beziehungsweise, oder hier, ich bin mir gerade gar nicht so sicher, sollte dieses Let's Play gut Anklang finden oder es mich nach einem weiteren Star Trek Spiel gelisten, was durchaus passieren kann, aber ich möchte es nicht versprechen, werden wir uns Star Trek Elite Force 2 auch gemeinsam angucken. Da mit dem Vorteil, in Anführungszeichen, dass das ja 2003 rauskam, also 3 Jahre später, vielleicht läuft es dann ein bisschen besser als das Original. Wobei, auch da bin ich mir nicht ganz sicher. Will ich noch irgendwas machen? Nein. Insofern bedanke ich mich jetzt auf jeden Fall erst einmal fürs Zusehen mit diesem Blick in die Sterne. Hoffe, euch hat das komplette Let's Play gefallen, also auch das Expansion Pack jetzt, so wie die Hauptstory, die ihr ja bestimmt schon gesehen habt, wenn ihr dieses Expansion Pack guckt. Wenn nicht, holt das unbedingt nach, ne? Also, dann habt ihr eigentlich falsch rum geguckt, aber ich verzeihe es euch. Und ich hoffe, wir sehen uns bei einem anderen Let's Play wieder. Ich beende dieses Let's Play hier an dieser Stelle. Wir haben, glaube ich, wie gesagt, alles gesehen, was wir sehen wollten. Danke fürs Zusehen. Macht es gut. Und tschüss.